nimm dein Schwert hier. Als ich kam, Cäsar zu vernichten, versuchte sich zu wehren. Herüber zu erscharren, musste der Mut des einen schließlich weichen. Er floh mit Curio, und oben von dem Söller stürzte sie unversehens ins Meer hinunter. Bald darauf sah ich deutlich Curio versinken, und Cäsar war schon tot. Cäsar ist tot, o Himmel! Doch Kleopatra ist im Lager der Römer und lässt Trompeten zum Kampf lauter schallen. Um Cäsars Tod zu rächen, führt sie das Heer gegen das Lager der Unseren. Vor dem Zorn eines Weibes werde ich mich nicht fürchten. Hilf mir nun jene, die du für meine Dienste als Lohn mir versprachst, sie sei die meine. Bist du rasend, die schönste hier von allen, wagst du zum Lohne für deinen Verrat zu fordern? König, du sollst schweigen und gehen, als Herr weiß ich zu lohnen. Ist das der Dank für alle meine Dienste? Genug. Wem der Treue nicht kennt, hält niemand Treue. Nun geht in eure Räume, ich will den Kampf beenden und mich siegreich dann wieder zu euch wenden.